Herzlich willkommen bei Locker mit Docker. Heute, wie installiere ich Docker auf einem Ubuntu Linux System? Ganz einfach, dafür gehen wir auf docs.docker.com und da ist die Installation für Ubuntu Linux. Ihr sagt ja uns, wir sollen jetzt hier ein paar Pre-Requests machen. Das heißt, Sachen, die wir machen, bevor wir Docker installieren. Ihr sagt ja uns, wir sollen jetzt erstmal prüfen, welchen Kernel wir installiert haben. Das machen wir einfach mit diesem Befehl. Annehmen-R und hier steht unser aktueller Kernel. Da Ubuntu auf Debian basiert, haben wir natürlich apt-get zur Verfügung, also sudo apt-get update, um die aktuellen Sources zu aktualisieren. Wie man sieht, ich bin hier auf einer Amazon EC2 Instanze Nano, die ich extra jetzt gerade gestartet habe. Danach sollen wir zwei weitere Dinge installieren, und zwar apt-transport HTTPS und CA-certificated. Machen wir auch mal, ne? Installieren wir uns, haben wir schon, ist die neueste Version. Danach möchte er, dass wir einen neuen Key unserem Key-Server hinzufügen von apt-get. Machen wir auch mal, sonst können wir nicht auf das Repo zugreifen. Und nun möchte er, dass wir das Repo von Docker Project hinzufügen. Dazu müssen wir die Datei docker-list öffnen. Das machen wir jetzt mal. Ich habe hier, glaube ich, Nano installiert. Mal gucken, ja. Und die ist natürlich noch leer. Und jetzt sind wir auf. Jetzt suchen wir unsere Ubuntu-Version. In unserem Fall hier 14.04. Das heißt, ich nehme diesen Eintrag und speichere ihn in diese docker.list-Datei. Nachdem wir die Datei docker.list gespeichert haben, müssen wir wieder ein apt-get-update ausführen, damit er sich das neue Repo mitziehen kann und weiß, was da alles drin steht. Machen wir jetzt mal. Dauert einen Moment und schon fertig. Der nächste Schritt ist Purge und Elix Docker. Das sind, die installieren wir jetzt auch noch über apt-get. Wir versuchen jetzt diese beiden Pakete auch noch zu installieren. Und wie man sieht, ist Purge noch aktuell und LXC Docker das alte Repo gibt. Müssen wir die Cache Police von apt-get noch ändern für die Docker Engine. Und das war's. Und jetzt machen wir noch ein apt-get Upgrade. Nachdem wir alle Vorbereitungen durchgeführt haben, können wir quasi jetzt hier nochmal ein apt-get-Update machen, um sicher zu gehen, dass wir wirklich auf dem neuesten Stand sind und er wirklich alle Pakete, die es so gibt, vorbereitend in den Speicher geladen hat. Und jetzt können wir mit einem einfachen apt-get-install-docker-engine Docker installieren. Ja, das wollen wir. So, jetzt zieht er sich halt das ganze Ding rum, vorbereitet, bla bla, ne, schreibt das dann in die Manual rein. Und es ist abgeschlossen. Und nun können wir den Service starten. Und der Starter ist schon gestartet. Und jetzt können wir auch mit Minus. Und jetzt können wir unseren ersten Docker-Container mit Docker One starten. Und zwar Docker One Hello World. Tada! Hello from Docker. Es hat funktioniert. Also ganz einfach. Und schon haben wir Docker auf unserer Linux-Maschine hier installiert. Und wichtig ist, dass man alle Docker-Befehle mit sudo ausführt, weil nur der Root vollen Zugriff auf den Docker-Daemon hat. So, jetzt können wir hier sagen sudo docker ps, ja, läuft nichts, und sudo docker images, und wir haben installiert genau eins, und zwar das Hello World. Und jetzt viel Spaß mit Docker. Hat euch das Video gefallen oder geholfen? Daumen hoch. Fandet ihr es unnötig oder langweilig? Daumen runter. Ansonsten abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was ihr noch gerne an Docker-Themen hättet. Bis dann, euer Onko.